Wohlfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste. Wir haben hier oben schon mal Platz genommen auf den Kommentatorenplätzen und ich hoffe, Sie zu Hause machen sich es auch gemütlich. Und freuen Sie sich auf diese Partie, das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten, klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Bruma. Timo Werner. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Und jetzt die Chance. Oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Ignowski. Meffert. Er nimmt ihm den Ball ab. Das könnte eine Gelegenheit werden. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Kein guter Freistoß. Ja, das können Sie viel, viel besser. Abrashi. Hauptsache zu null. Das wäre ganz gut. Ignowski. Jetzt wird's gefährlich. Super Pass. Ball kommt rein. Ausgespielt zum Bernardo. Jetzt Cuadrado. Werner. Jetzt Cuadrado. Fängt diesen Ball ab. Hier oben hier ganz nah den Ball zurück. Und Cuadrado. Timo Werner. Er geht vorbei am Verteidiger. Bruma. Cuadrado. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Timo Werner. Jetzt vielleicht. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Und er macht den Elfer. Chance lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das war die Tone. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Bruma. Oh, es tut mir leid, aber ich muss wieder machen. Ja, Dämme. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Sehr guter Einsatz. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Das war wirklich leider der gerade beste deutsche Stürmer. Leider kommt man gar nicht mit. Werner. Weg ist der Ball. Busmann. Meffert. Werner. Das könnte gefährlich werden. Der Angriff könnte was werden. Yusuf Paulsen. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. So, ich bin ein halbes Stunde kurz rum. Das hier sehe ich nur in Leipzig vorne. Dämme. Ein guter Doppelpass. Freiburg, aber das war ein ungefährlicher Kopfball.
mit dem Ball am Fuß Richtung. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Er versucht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und unser Torschütze mit dem Leuchtturm. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Wow. Abrashi. Guardado. Gulde. So, jetzt steht sie nur schon 2:0. Meffert. Ich geht so ganz gut durch. Ja. Den spielt er wieder zurück. Macht ihn ganz gut. Gute Aktion. Er macht einen richtig guten Job. Werner. Der hat zwar nicht so viel getroffen. Ich habe 57 Jungen gemacht. Aber der macht es richtig Demme. Gut. Damit, oder? Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Meffert. Schon 39 Spielminuten. Also Nils Pedersen. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Niederlechner. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Quadrado. Werner. Carrasco bei dir. Und Quadrado. Bruma. Und gibt's jetzt die Gelegenheit? Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt Bruma. Nee, den Ball trifft er nicht so. Es gibt Ecke für RB Leipzig. Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wird das eine Torchance? Yusuf Paulsen. Halstenberg. Von Quadrado. Bruma. Er schießt! Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht. Das läuft immer richtig gut. Das läuft richtig gut. Also, ja. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Nils Pedersen. Jetzt! Toller Pass! Guter Steilpass! Es gibt Ecke. Also bei Ecken mache ich jetzt das meistens im Auto. Da kommt die Ecke. Schuss! Den hält er völlig ohne Probleme. Ja, jetzt ein Bruma. Ja, der kommt. Bruma, Paulsen, Paulsen. Werner. Schön, Werner. Auf Sterling. Quadrado jetzt am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Yusuf Paulsen. Und das ist der Ballverlust. Timo Werner. Jetzt vielleicht. Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Abrashi. Was Raphael angeht, da sieht es so aus, als würde er bald für ZSKA Moskau auflaufen. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Die Leipziger wechseln. Das ist ein Jugendspieler. Nee, ist dir, ne? Und dafür kommen drei Lücken. Ist es aber nur der Lücken? Da muss ich mal kurz gucken. Nee, Namen Keter. Stimmt. Keter. Das gibt einen Einwurf. Stirn ist wirklich ein Jugendspieler. Hätte ich natürlich jetzt nicht gedacht. Aber. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Aber leider. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe.
ist gegen Hamburg. Mal gucken. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Werner. Weg ist der Ball. Mike Franz. Den spielt er wieder zurück. Abrashi. Werner. Fängt diesen Ball ab. Wird's jetzt gefährlich? Bruma. Dämme. Halstenberg. Er bekommt die Unterstützung. Nabi Keita. Timo Werner. Keita. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Abrashi. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Timo Werner. Orban. Das könnte die Chance werden. Timo Werner. Tolles Zuspiel. Werner. Ein fantastisches Tor. Aus der kurzen Distanz hat der Torhüter keine Chance. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Mike Franz. Und den spielt er gleich wieder zurück. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Wird das eine Torchance? Dämme. Juan Cuadrado jetzt. Gibt's jetzt die Torchance? Sabitzer. Klasse gemacht, stark geblockt. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Sie machen sich das Leben selbst schwer. Es gibt wieder Elfmeter. Ja, und so kannst du die Spiele dann auch nicht gewinnen, wenn du dir jedes Mal wieder selbst schadest. Da ist er drin, der Elfer. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Super Einsatz, er holt den Ball. 6 Minuten haben wir hier noch. Kampel. Marcel Sabitzer, Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schuss! Leipzig über außen. Kampel. Marcel Sabitzer. Schussversuch! Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das war eng, aber er hat ihn. Und das ist oh, da ist es. Als 14 geht die Freiburg. Das war einfach nur sensationell. Ja, allgemein noch viele Schüsse gehabt. Die hatten zwei Schüsse aufs Tor und das war der eine Kopfball. Das war nichts und der Schuss von Pedersen mit ein bisschen mehr Kraft. Ich hätte da Probleme gehabt. Aber sowas jetzt nicht. Wir nehmen mal kurz ein bisschen Daily. Gucken wir uns auch mal kurz unsere Transfers an. Ja, nimm. War es das heute schon wieder von der ersten Folge von der Torwart-Karriere mit Mbogo und Eduardo und David? Und bloß da machen wir einen Verkauf. Die letzten 10 Partien, Stunden, gucken wir uns dann beim nächsten Mal an und dann würde ich sagen, bin ich jetzt raus. Lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal.